Heute erstellen Sie ein Video mit mysimpleshow.com. Einen schönen guten Tag. Heute sollen Sie ein Video zu verschiedenen Berufen erstellen. Nutzen Sie dafür die Seite mysimpleshow.com. Aber es soll nicht einfach so ein Video sein. Suchen Sie sich zuerst einen Beruf aus, der Sie interessiert. Informieren Sie sich über diesen Beruf im Internet. Eine Auswahl an möglichen Internetseiten finden Sie auf dem Handlungsauftrag. Recherchieren Sie die wichtigsten Informationen zu dem Beruf. Wie lange dauert die Ausbildung? Wie viel verdienen Sie in dieser Zeit? Was sind die Eingangsvoraussetzungen? Was sind Ihre Aufgaben in dem Beruf? Beginnen Sie jetzt, das Video zu erstellen. Melden Sie sich mit den Zugangsdaten auf mysimpleshow.com an. Nutzen Sie die Vorlage Erstellen eines Arbeitsablaufs. Schreiben Sie die wichtigen Informationen in den Text. Achten Sie darauf, dass Sie keine Abkürzungen verwenden und die Sätze richtig sind. Nun klicken Sie auf Bilder hinzufügen. Jetzt sucht das Programm nach Schlagwörtern und stellt Ihnen eine Vorauswahl an Bildern vor. Diese können Sie noch ändern, verschieben, vergrößern und verkleinern. Achten Sie auf eine ansprechende Präsentation. Es soll für die Betrachter interessant sein. Anschließend werden die Videos vom Programm selbstständig vertont. Schauen Sie sich das Video mit Ton an. Achten Sie darauf, dass die Sätze klar gesprochen werden. Vielleicht müssen Sie einige Sätze oder Wörter ändern. Da es sich um eine Computerstimme handelt, müssen Sie besonders darauf achten. Sie sind zufrieden mit dem Ergebnis? Dann gehen Sie auf Video fertigstellen. Jetzt wird Ihr Video vorbereitet. Dieses kann einige Minuten dauern. Nutzen Sie die Zeit, um die auf dem Arbeitsblatt vorgeschlagenen Tests durchzuführen. Hier können Sie anonym kostenfreie Tests machen. Ich bin sehr gespannt auf die Videos und Ihre ausgewählten Berufe. Die Seite mysimpleshow.com ist kostenfrei. Sie benötigen zur Anmeldung nur eine E-Mail-Adresse. Sie können erstellte Videos auch bei YouTube hochladen. Dir hat dieses Video gefallen? Dann folge mir auf YouTube. Hier gibt es viele Videos zu vielen Themen aus der Berufsschule. Ich freue mich schon.